Und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest 8. So, ich wollte eben kurz fix speichern, weil ich ein bisschen wieder zu schnell gelevelt habe. Jo, speichern, genau. So, jetzt schauen wir mal. Da wir ja 10 Minuten noch vorher aufgenommen haben. Und jetzt habe ich natürlich ein bisschen gelevelt. Wie viel haben wir? Ja, knapp 2 Stunden. Ja, sicherlich möchte ich fortfahren, mein Priester. Was haben wir uns geleistet? So, wir sind bei den Level 7. Haben uns einmal Kupferschwert und den Lederharnisch geleistet. Und hier hatten wir noch den Riesenhammer uns geholt. Oh, warte mal, das können wir auch noch Transfer, obwohl der das eigentlich eher nötiger hat. So, dann machen wir unten eine Reihe sowas von. Wir haben ein paar Kleinigkeiten noch gefunden, ein bisschen Gegenmittel. Und jetzt wollte ich eigentlich hoffen, dass ich damit locker da durchkomme. So, ich habe immer noch den Turbo, das heißt, ich komme laufen etwas schneller durchs Spiel. Ist auch ein bisschen einfacher, wie gesagt, sonst läuft man sich wirklich zu Tode. Zwischendurch werde ich mich dann da heilen und sollte es doch wieder nicht klappen, einfach weiter leveln. Und das geht aber auch relativ ratzfatze mittlerweile. Oh, yo. Vorher hat er 10 gemacht. 10, 12, jetzt macht er einen guten 15er Schaden, das ist auf jeden Fall schon mal geil, wie ihr seht. Da hängen wir nicht mehr am einen Feind zu lange dran, sondern können einen nach dem anderen besiegen. Jetzt hoffen wir, dass uns nichts Schweres da unten erwartet, weil ich habe jetzt so 300 Gold. Das ist eigentlich so von Anfang relativ ganz gut. Hab ein bisschen ganz viel Geld gefarmt. Das wird natürlich halt immer später teurer und man braucht fast ein Geld für 4 Leute dann. Jetzt geht es für 2 Leute, um die ein bisschen aufzuquesten sozusagen. So, den Hammer anscheinend. Und das Schwert zeigt er im Spiel, ne? Ja. Nur die Rüstung verändert sich. Ist ein bisschen schade, aber finde ich ganz interessant. Auch so. Ich muss auch im Nachhinein gucken, dass ich mich jetzt auf irgendwas konzentriere, so langsam. Ob jetzt Schwert oder Speer ist natürlich die Frage. Oder Axt, Sichel. Müssen wir mal gucken. So, den kriegt er auch mit einem Schlag tot. Das ist super. Einfaches Gewand. Ich glaube, das hat ein Beutel eingetan, ne? Transfer, das bringt bei gar keinem was, ne? Also irgendwann braucht man sowieso, wenn man so Sachen findet, dann kann man eigentlich wirklich dann fix verkaufen, um ein bisschen Gold zu schöffeln oder halt anzusparen und das dann nachher zu verkaufen. So. Ah, was habe ich noch bekommen? Hintertür hatte ich noch als Magie bekommen. Und ich glaube, bei ihm schien hatte ich nichts, ne? Bei ihm noch nicht. Noch nicht. So. Ah, da können wir eigentlich ganz beruht erstmal die Meise platt machen und dann gucken wir mal. Ach. Geht doch schnell. So, zum Kampf. Und ein Flügelchen. So, fix zurück. Muss gerade einen kleinen Cut machen. Und wir wollten zur Kristallkugel. Wir gehen mal links rum. Geht, glaube ich, am schnellsten. So. Weil in der zweiten Ebene waren wir schon, aber da waren doch die Monster ein bisschen zu stark für uns mittlerweile. Na, sehen wir. Ein Schlag, ein Strike. Da ist der Maulwurf auch weg. Dann gibt es auch noch ein paar Goldmünzen. Hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal wieder gute Sachen bekommen. Lauf, 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 lauf. Hier waren wir schon, sind wir schon mal vorbeigegangen, laufen wir direkt durch. Ah, jetzt kommen noch 4 von den Dingern hier. Okay, tschüss. Tschüss. Ja, eine flieht schon. Macht keinen Schaden, tschüss. Ah, so muss das sein. Du musst auch die ganze Zeit laufen am besten. Und mal schauen, ob der Super-Boss-Gegner uns, ob die... Oh, Stieflopser. Den hatten wir schon mal vorher. Oh, der macht noch Schaden. Okay. Ist aber auch erledigt. Zack. V. Ja, ich wollte halt, bevor wir gleich unten sind, nochmal mich eine Runde heilen. Muss mal gucken, ob ich das mit dem Zeug mache oder so. So, bevor ich weitergehe, mal eben. Okay, da ist nix. Ah, nochmal zwei. Greift plötzlich an. Hallo? Hasch mich? Hallo? Tschüss. Ihr betreibt noch.
Warum einfach mal mein Main-Krieger? Tschüss. Ich glaube, von dem Zeug habe ich ja am meisten, was ich eigentlich benutzen kann. Ja, tschüss. Mal schauen, was der Quarkopf davon entzünden will. Was bist du denn hier? Hallo? So, so, ihr müsst wirklich mutig sein, hier euch einfach aufzutauchen. Bla, bla, bla. Klar. Wie? Okay. Dann gehen wir mal weiter. So, sollte es jetzt hier wieder auftauchen, dass sie doch etwas zu stark sind, dann heißt es doch für uns ganz einfach wieder leveln, leveln, leveln. Auf dieser Ebene am besten. Ja, egal. Uns bringt. Du kannst uns nicht einschüchtern hier. Tschüss, so Stiefelhopser. Da war die Taste. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rum. Auch wenn es, glaube ich, gerade ein bisschen blöd ist, dass ich hier lang gehe, oder? Was sehen wir jetzt? Na, diese Stieflopser, die nerven. Ja, hör doch auf, habe ich gesagt. Du nervst. Tschüss. Ja. Übertreib noch. Tschüss. Wie viele Mana-Punkte habe ich? Ich habe eigentlich noch, das heißt, ich kann einfach mal eben heilen. Zack. Steht da hier keine Abfälle. keine Abfälle wegwerfen. Ah, da ist auch, glaube ich, die Truhe, oder? Oder ist da unser Gegner schon? Ich weiß es nicht. So, Nummer 1 Blatt. Wen interessiert Blutspende? Ja, ich komme auch noch in meiner Aufnahme vor. Übertreib. Mit ihrer Blutspende zu helfen. Ich komme gleich mit einem Eimer, da kann ich auch Blut spenden. Tschüss. Blödes Auto. Wo sind wir hier? Da ist er. Die Kristallkugel holen müssen. Hör doch auf! Jetzt haben die gesagt, Niveau. Dann wissen alle, wo ich wohne. Komm schon. Na, ich muss auf die Zeit achten. Das ist wieder so nach 10 Minuten. Schnipsel, Schnapsel machen. Hallo. Da kann nur ein Gegner kommen. Oh, bist du hässlich. Surprise? Kannst du gleich haben, Surprise hier. Egal. Geronimo. Boah, ja, ist klar. Kann sich nicht bewegen. Oh, 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 da muss ich Zauber wirken bei mir und. Ja, übertreib doch noch einfach. Tschüss. Gepäck. Klar, machen wir bei mir. Dankeschön. Ah, beide abgeprallt. Super. Das heißt, wir können einen schönen Angriff durchstarten. Ah, Knister. Das sieht noch gut aus. Komm. Ah. Ich mache jetzt was. Ah, ne, komm. Greif direkt an und haben wir hier Zauber schon? Ne, da müssen wir ein Gepäckstück in Heilkraut aussetzen. Nein, bin ich dumm. Oh nein. Muss ich halt Gepäck auch benutzen. Jengis. Oh, ich wollte. Jetzt habe ich eins verschwendet. Ich blöde ja. Oh, hau da ab. Ihr müsst doch langsam noch sterben. Jawohl. Gut, auch Zeit. Level 8. Und 5 Talentpunkte. Meine Güte. Dann nehmen wir hier 2 auf die Keulen. Die Reste auf die Sinsen und fertig ist. Und Stärke sammeln.
Diese Schmerzen. Ja, gib her. Gib. Dann haben wir unseren ersten Boss besiegt, sozusagen. Ah, hören wir uns eine kleine Geschichte an. Ich will jetzt nichts sagen, aber es kann sein, deswegen machen wir auch die Quest sozusagen. Mal gucken. So. Wollten wir jetzt zurück wieder zur Stadt, oder?